ist nur so viel sicher. Es war eine konzertierte, perfekt organisierte und ausgeführte Operation des Terrors. Diese Radarbilder zeigen, wie die Maschine dann plötzlich Richtung New York abdreht. Mehrere 10.000 Menschen waren zu diesem Zeitpunkt in den Bürotürmen. Nach den Anschlägen rechnen die Behörden in New York mit Tausenden von Toten. Klarer, dass es sich um einen Terrorakt handelt. Es soll auch bereits ein Bekennerschreiben einer Palästinenser-Splittergruppe geben. Schon jetzt ist klar, es ist der schlimmste Anschlag in der Geschichte der USA. Einen verheerenderen Ort könnte es für einen solchen Anschlag mitten in Manhattan nicht geben. Um kurz vor 9 Uhr Ortszeit raste nach Augenzeugenberichten das erste Flugzeug in den nördlichen Turm des World Trade Center. Achtzehn Minuten später flog eine zweite Maschine heran. Offenbar gezielt steuerte der Personenjet auf den noch unbeschädigten Turm des Welthandelszentrums. Die Maschine schien das Gebäude fast zu durchschlagen. Die Flugzeuge waren anscheinend entführt worden. In den beiden Türmen des World Trade Centers sind rund 50.000 Menschen beschäftigt. Die beiden Türme, Symbol der US-amerikanischen Wirtschaftsmacht, konnten der heimtückischen Attacke nicht standhalten. Mehrere tausend Opfer liegen wahrscheinlich unter den Trümmern. Wenig später bohrt sich ein weiteres Flugzeug in den zweiten Turm. Ein Drittel beider Gebäude stand gleich in Flammen. Riesige Löcher klafften in den Außenwänden. Inzwischen sind die öffentlichen Gebäude Manhattans, wie die Börse, aber auch das UNO-Hochhaus evakuiert. Unmittelbar nachdem sich beide Flugzeuge in die Gebäude gerammt hatten, gingen die Behörden schon von einem Anschlag aus. Zu unwahrscheinlich war, dass auch nur ein Flugzeug in der Flugverbotszone über Manhattan aus Versehen bei klarem Wetter in eines der Hochhäuser fliegt. Verzweifelt versuchen viele, sich zu retten. Einige stürzen in den Tod. Während die Rettungsarbeiten anlaufen, bricht der erste Turm in sich zusammen. Unter den Trümmern vermutet die Polizei tausende Todesopfer. Auch Deutsche arbeiteten im World Trade Center. Mehrere deutsche Banken wissen noch nichts über das Schicksal ihrer Mitarbeiter. Ein Bild der Verwüstung im Bankenviertel des südlichen Manhattan. Menschen sollen sich in Panik aus den 110 Stockwerke hohen Gebäuden gestürzt haben. Unvorstellbar das Ausmaß der Katastrophe. Einer der Türme des World Trade Centers fällt in sich zusammen. Das Szenario eines Horrorfilms wird in den USA Wirklichkeit. Noch ist nicht abzusehen, wie viele Menschen verletzt oder getötet wurden. Der Wahnsinn nimmt um 9 Uhr Ortszeit seinen Lauf. In der Stunde nach dem ersten Zusammenstoß stürzte einer der Zwillingstürme vollständig ein. New Yorks Bürgermeister Giuliani ordnete die Evakuierung des gesamten Südens von Manhattan an. US-Präsident Bush sprach von einer nationalen Tragödie. Die Menschen, die diese Tat begangen hätten, würden zur Strecke gebracht, so Bush wörtlich. Die ägyptische Regierung soll die USA schon vor Monaten vor Terrorakten gewarnt haben, falls sie sich nicht stärker um den Nahostfriedensprozess kümmere. Am Mittag stürzte der zweite Turm des Welthandelszentrums ein. Dann werden die schlimmsten Befürchtungen wahr. Das World Trade Center beginnt aus der Skyline von New York zu verschwinden.
8 Stunden nach dem Attentat stürzte am frühen Abend ein weiteres Gebäude am World Trade Center ein. Der Albtraum ist noch nicht zu Ende. Zu einigen Verschütteten konnte über Handy Kontakt hergestellt werden. Bis jetzt konnten 9 Menschen lebend geborgen werden. Über die Gesamtzahl der Opfer gibt es bislang nur Spekulationen. Bürgermeister Giuliani befürchtet, dass mehrere tausend Menschen allein in New York getötet wurden. Während der Rettungseinsätze sollen mindestens 300 Feuerwehrleute umgekommen sein, als die Gebäude zusammenbrachen.